Wieso höre ich hier direkt einen, wenn ich hier die Welt reinspawne? Was soll das? Hier sollte ich gar keine Zombies mehr da sein, hier vor Ort hier. Was soll denn das? Ist ja noch der initiale Laderuckler hier. Ich habe noch gar nicht, wollte noch gar nicht, konnte noch gar nicht richtig begrüßen hier. Die Welt rendert hier gerade noch ein. Ja, hallo und willkommen. Wir haben die Hordennacht erfolgreich rumgebracht und wir wollten jetzt hier starten und jetzt schön alles weglooten. Dafür will ich noch so viel wie möglich hier von meinem Inventar auf die Leiste ziehen. Komm, eigentlich die Bögen wirklich. Die habe ich gestern aufgehoben, stimmt. So. Und dann noch ein paar Felderchen freisetzen hier, dass wir hier schön weglooten können. So, und so. Wunderprächtig, wunderschön. Haben wir damit soweit alles. Wer macht da wieder ein Ruckus? Du, wo kamst du denn noch weg? Du solltest gar nicht, wie gesagt, du solltest gar nicht, niemals, nie nicht, solltest du gerade hier rumrennen. Ja. Wollt jetzt hier schön die Säckchen plündern, alles hier direkt weglesen, was wir uns vor und unter die Nase bekommen. Dann mal eben, oben auslagern. Und im Idealfall dann noch für heute zum Händler. Die Schabe, genau das, was wir schon haben. Ja, nur unbedingt noch was Besseres haben. Und ja, reparieren tun wir dann morgen. Oder in der nächsten Folge. Wieso habt ihr hier einen Block rausgehauen? Und ja, heute wollen wir mal gucken, ob wir eventuell dann noch ein paar Quests erledigen können. Die Treasure Map machen wir gleich weg. Ich habe noch eine Quest offen. Das, du hast jetzt nur ein Buch gelesen, wa? Das sind noch ein paar wenig Beutelchen hier. Oh, da, Legendary Part. Kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Gib mich, gib mich, gib mich. Rüstung, den können wir direkt zerdeppern. Was sehe ich denn da? Oh, ein Gyrocopter-Chassis. Na, ich habe ja kein Interesse, großartig das selber zu bauen. Aber wenn du mir alle Teile dafür gibst, dann werde ich mir das wohl herstellen. Ich bin ja, so bin ich ja nun auch wieder, ne? Also wenn geschenken Gaul und so, da habe ich ja nichts dagegen, den unter die Hufen zu gucken. Oh mein Gott. Under the Dome. Jesus. Ja, da müssen wir. ja, so wenn wir wieder am Reparieren sind, müssen wir hier alles schön auspflastern hier, was die jetzt ja weggekloppt haben. Und so schön dick machen wie möglich. Ja, okay. Das hält sich noch einigermaßen in Grenzen hier. War mal wieder zum Rausspringen. Die Lampe hat absolut gar nichts gebracht. Das ist auch so, was wir als nächstes machen werden. Die Spotlights definitiv. Wenn wir dann morgen in der nächsten Folge hier reparieren gehen, die Spotlights definitiv aufhängen gehen. So, dann wollen wir mal auf Türmchen gucken. Da sind bestimmt auch noch ein, zwei Beutelchen. Das ist nämlich ziemlich wenig. Im Vergleich im Dragon ist das auch noch ein Spotlight. So eins wollen wir aber im Funktional aufstellen. Vielleicht funktionierst du sogar noch. Vielleicht kann ich dich mit anklippen. Das wäre ziemlich praktisch. Jetzt haben die Zombies da nicht drauf geploppt. Wo war ich gerade jetzt dran, bevor ich mich abgelenkt habe? Ja, genau. Im Vergleich zur letzten Horde. Es hat verdammt wenig, was hier bei rumgekommen ist an Beutelchen momentan. Naja, die war sowieso generell nicht allzu viel los. Das hättest du zum Händler bringen können. Bis auf die letzte Stunde, wo die ganzen Special-Zombies mit da drin rumgehangen haben. Da war noch mal ein bisschen Action, wa? Sonst sehe ich hier soweit keine weiteren Beutelchen mehr. Doch, da sehe ich da so unter der Rampe. Okay, gut, mal gut, dass wir von dem Winkel geguckt haben. Da oben scheint noch alles soweit in Ordnung zu sein. Das sieht ja richtig scheiße aus. Direkt unter unserem Haus. Hier, guck mal, die dicken, fetten Lücken da drin. Ne? Ah, die Serie, ja, ich müsste, glaube ich, nochmal so viele Folgen, wie wir schon haben, nochmal investieren, bis wir da die alles schön haben. Warte, guck, da sind die ganzen Beutelchen. Da habt ihr euch versteckt. Guck mal einer an. So, direkt Frühstück haben wir jetzt auch intus. Sehr, sehr sweet und super, super nice. Noch mehr Legendary Parts. Also mit Legendary Parts können wir jetzt um uns schmeißen. Momentan ist halt unser Problem, dass wir nicht genug Stoff haben. Für Zeugs. Ist da sonst noch irgendwas? Ich denke, da ist sonst soweit nichts mehr da am liegen. Oh, da. Ja, da ist doch noch ein sneaky, sneaky Beutelchen. Es ist okay. Wir haben trotzdem nach wie vor beim letzten Mal mehr daraus gehabt, aus mit dem Beutelchen. Aber ich will mich nicht beschweren. Warte, ich will mich wohl beschweren. Ich mecker gerne. Ich mecker viel und ich mecker meistens zu Unrecht. Ja, dann haben wir Mission Beutelchen aufsammeln nach Hordennacht. Haben wir erfolgreich vonstatten gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Ihr wart live mit dabei. Nein, ist nicht live. Aber ihr wart mit dabei. Das ist auch mal was. Ja, dann muss ich jetzt Munition wechseln, unsere tatsächlichen Toolbelt wieder einstellen und mal eben aussortieren, gucken, ob wir noch mit zum Händler schleppen können. Allzu viele sind nicht.
Aber es wäre ganz, ganz cool, wenn wir dann Silencer kriegen würden und ein, zwei Generatoren. Wäre ganz cool. Ja, klar. Alright, hau die Bremse rein. Irgendwie steht die Tür jedes Mal los, wenn ich hier hinkomme. Mach zu, da denke ich, brauche keine Zombies im Rücken. Die Building-Blöckchen können direkt von der Leiste runterbleiben. Dann nehme ich das Mützchen, die Knarre hier. So, das Mützchen aber jetzt mal eben angezogen. So weit, so gut. Erstmal Automaten checken gehen. Wenn wir Generatoren soweit hier tatsächlich kaufen könnten, würde sich ein Awesome Source anbieten, die du gar nicht hast. Alright. Hast du neue Sugar Buds? Nö, aber du hast wieder Rockbusters, die nehme ich wohl. Skycrusher brauche ich nicht. Atom Junkies habe ich vergessen einzunehmen für die Hordennacht. Sonst brauche ich nichts. Alright. My favorite customer. What can I get you today? Generatorbänke und Silencer, please. Die schreibe ich auch schon rein. Wir sind schnell durch mit dem Verkaufen. Ja, du wolltest gerade gar nicht benutzen. Hier, hau rein, das Ding ja. Ich brauche mal leckeren Cheesecake hier. So. Looking to armor up and feel like a boss? Ich bin Boss. Ich bin Super Boss. So weit, so gut. Mods brauche ich nicht. Klamotterei brauche ich nicht. Armor Parts immer gerne gesehen. Kommt Rani hier. Sewing Kits nehmen wir auch mit. Wunderbar. Da sonst an den Büchern aber nichts. Ich habe gesagt, ich hätte umgeblättert. War wohl nicht so. Tactic Warfare, bla bla bla. Das können wir mal mitnehmen hier. Und das können wir mal mitnehmen hier. Das haben wir soweit. Da sind wir gut mit bedient. Nitrat, wenn du gerade so, eh schon so viel da hast. Kauf ein. Gunpowder, nimm mit. Bullet-Tipps, warum nicht? Rohstoffe, um Munition herzustellen, sind immer willkommen. Neuland brauchen wir nicht. Player-Wending-Machine. Könnte man muss eine Basis aufstellen und da Sachen, Ressourcen reinpacken. Theoretisch müsste das dann irgendwann verkauft werden, aber die Rohbandagen nehmen wir mit. Da freut sich die Aloe Vera, dass er wieder umgewandelt werden darf. Splints haben wir, glaube ich, momentan. Saat, Kaffee und sowas brauchen wir nicht. Die Antibiotika. Ich habe einen guten Batzen hergestellt. Aber wir wissen, wie die Welt zu uns ist. Kauf ein. Nee, Brust brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Die Repair-Kits nehme ich wohl noch mit. Brauche ich da nichts extra Ressourcen für ausgeben. Natürlich hast du mittlerweile Crucible regelmäßig im Angebot. Jetzt brauchen wir auch keinen mehr. Ist gebonkt. Da ist eine Generatorbank. Genau die wollte ich haben. Eine Dart-Trap habe ich, glaube ich, schon. Aber ich nehme trotzdem mal mit. Electric Time Relay, nur nimm mit, da können wir eventuell bei uns in der Basis Deckenlampen und sowas anbringen, die automatisch angehen, wenn es Nacht wird, nicht wenn es dunkel wird, das wäre noch richtig schön. Batteriebank, wenn er hast, gib hier, warum nicht? Lanternen brauche ich da nicht, die Dauerleuchter. Shotgun Auto Turrets. Zwei kann ich mir nicht mehr leisten, wa? Nee. Mist. Aber das kaufe ich dir wohl mit. Das ist so ein Bird-Abwehr. SMG-Turret wäre mir lieber gewesen. Aber na gut. Eine Toilette hast du noch für billig. Brauchen wir aus einer Basis eine Toilette? Ich wüsste gerade nicht, wo ich die hinstellen kann. Kann ich noch irgendwo einen Toilettenraum bauen? Ne, müsste eine offene Toilette dann sein. Kasse brauchen wir nicht. Und ja, dann sind wir hier good to go. Eventuell, das Generator-Ding war nicht so teuer. Zum anderen Joel? Nee, nicht zum anderen Joel. Was wir wohl machen können, das geht alles ganz günstig ins Bike rein. Das kann ich hier direkt lernen. Dann lass mich meinen regulären Hut wieder anziehen. Die Blöckchen wieder auf die Leiste. Dann gehen wir direkt zur Quest. Da stopfe ich alles ins Bike rein und gut ist. Dann gehen wir direkt zur Quest. Die ist ja direkt hier in der Nähe. So quasi fast bis da ganz unten rein. War das nicht das Post Office? Bin mir ziemlich sicher. Du bist unlocked. Du bist locked. Siehst du? Da macht Rums. Okay. Du wolltest, dass wir hier durch eine so eine Falle fallen. Dann fallen wir auch durch eine so eine Falle. Ali, mach Platz. Oh, das sollte wohl. Oh, hier ist die Endloot. Okay. Gut. Kann ich hier irgendwo. Wow. Voll reingesprungen ins Aua. Das lockt. Komme ich denn hier gescheit raus? Weg. Durch. Ja, wie Thumbprints neue Spielzeug. Lass die Spieler in den Todesdrop droppen. Geht hier los? Ja, ist los. Aber da ist auch jemand drin, ne?
Überall bleibe ich hier hängen. Ist nicht viel manövriert, Schatz. Das ist ja richtig ein Todesfall, ist das, Geldo. Du weißt, dass du ein Vitaminchen im Moment hast. Weil hättest du auch ein Vitaminchen nehmen können, damit du überhaupt gar nicht verseucht wirst, wa? Oh, geil. Mega nett, ja. Dann überleben wir, keine Ahnung. Siehste Quest durch. Holla die Waldfee. Das war böse. Der Drop war richtig, richtig böse. Auf dem engen Raum hier so. Ach, das war böse. Hab ich schon mal gesagt, dass das böse war? Weil das war böse. Ja, warte, ich muss sowieso ein Vitaminchen nehmen, damit ich meine Bedöppelheit da wegkriege. Ja, hau rein da. Ja, einmal reingucken, wieder rausgehen, Impact Driver nehmen, auseinanderrupfen. Wenn man da vorher nicht reingeguckt hat, dann funktioniert das nicht. Dann wird das alles hier zerstört. Geht mir so viel, wie ich tragen kann. War mir klar, dass ich nicht alles tragen kann. Sand kann rausfliegen. Die Volumesbücher können wir zum Händler bringen, also bleiben die. Du wirst gescrapped, du gehst raus. Du gehst raus und dann passt das fast, aber ich brauche die ganzen Pfeile und sowas brauche ich eigentlich gar nicht. Scrap, Scrap, sortier mal kurz. Da war doch noch irgendwie, da sind noch ein paar Tipps. Okay, Scrap die, wunderbar, weil hier steht ja noch mehr rum, außerdem kriegen wir sofort Zombie-Besuch. Antibiotika weg, okay, perfekt, dass du gerade hier bist, du kannst fuck off und du kannst nochmal oben drauf geschmissen werden, alright. Sind wir da fast wieder gesund und kommen mit gut Munition nach Hause hier. Ist auch nice. Ihr seid beides Volumesbücher, also seid ihr gut für Händler zu bringen. Habe ich dich nicht gerade schon gescrapped? Da passt fast alles. Schmeiß die Knochen raus. Gib mir das Gunpowder. Papier kannst du auch schon mal rausschmeißen. Kannst das Spritzchen kannst du dir nehmen, damit wir damit momentan klarkommen. Alright, gib mir den Hauptloot. Für Legendary Parts gehen mit. Du wirst gescrapped. Du gehst noch mit. Und dann sind wir relativ voll. Wo kannst du. Was können wir denn. Das eine Murky Fleisch können wir rausschmeißen. Und dann kann der Mod passt auch nicht mehr. Fuck a duck and try to fly. Schmeiß Corn Seed raus. Ja, das Bike müssen wir bald reparieren. Gib mir mal eben hier nochmal alles, was ich hier raus verkaufen kann. Wie deine Wenigkeit. Hier war doch noch ein bisschen Asche. So, bringe ich da direkt zum Händler. Wo wir schon mal gerade hier sind. Da kann ich mein Inventar ein wenig freimachen. We don't just sell armor, we sell armor mods too. Aha. Cool. Oh, guck mal. Das können wir direkt einlösen. Ja, perfekt. Great job. Dankeschön. Ich nehme, was nehme ich denn? Concrete Mix, den Beaker? Crafting Skill Magazin, ich nehme Concrete Mix. So, und wir dürfen für den White Slayer dürfen wir ja was Legendaries nehmen. Steel Spear, Schatten Legendary. Steel Club, brauche ich nicht. Knuckle, brauche ich nicht. Machete. Um Stufe 5er Messer auf ein Legendary Machete, Crafting Mandel. Ja, gib mich. Warte mal eben. Lass mal eben gucken, was da drin ist. Open. Ein Legendary Part, Macheten Parts und Macheten Bücherchen. Ich hatte auf eine Legendary Machete gehofft. Na, dann nicht, Tante Käthe. Gibt's keine Machete. Ja, schön für dich. Hier kannst du dir auch die Bücherchen hier haben. So, ich muss nur ein bisschen Platz da machen. Habe ich hier nicht noch die Dollaridus? Okay, und so und. So. Ja, guck mal. Passt doch hier. Wunderschön. Yaley. Du hast doch noch nichts infestet in Downtown Post Office wieder? Da, wo wir gerade schon waren? You've made the right choice. Dankeschön. Ich weiß. Kann ich mir nicht eigentlich auch ein. Warte, der Gute hatte doch Splints. Wir waren doch vorhin hier gucken, hattest du doch Splints? Hattest You're du doch. In luck, my friend. Gib mir mal einen. Ach, gib mir alle.
I knew you'd be a paying customer from the moment I saw you. Ja, und I knew you're an asshole. Nein, du bist kein Arschloch, aber nervig bist du doch schon mitunter mal ab und zu mal. Das sieht aus, als wenn wir wieder zu demselben Post-Office zurückgeschickt werden. Aber egal, ich will unbedingt die Tier 3er-Quest endlich fertig haben. Stopf, stopf, Kopf, Kopf. Da rein und da rein. Das ist, glaube ich, wieder derselbe Office-Ding. Na tolle Wolle. Egal, Quest ist Quest und die Infested gibt gut. Ach ne, echt jetzt, Kinnas, ey. Scheiße, da sind noch mehr. Ja, das sammelt mich ja jemand an. Ich hab den Standärmchen weggeschossen, du kannst gar nicht mehr jumpen. Oh, for fuck's sake. Okay. Ich hab mal einen Plan. Hier ist er gerade momentan zu voll. Wir fahren zu Joel Nummer 2 und nehmen von dem eine Quest an. So, einmal OG Super Joel, der erste Joel, den wir hier getroffen hatten. Right. Soweit so gut. Auf das Ding, mach Tür weiter auf. Sweet. Und mach auch direkt wieder zu. Will nicht, dass mir irgendwann in den Rücken fällt. Soweit so gut. We're open from sunrise to sundown. What can I do for you? Gib mir Quest, gib mir Elektrorummel. Nope. Maybe the triple mod? Nah. Ich sollte direkt eigentlich erstmal nach den Elektro-Klamotten gucken, wa? Repair Kits habe ich satt jetzt. Und da hast du, das ist nice, du hast du Forge. Super, vielleicht ein Silencer? Shotgun Shock Mod. Deathhammer. Ja, noch eine Generatorbank. Hab jetzt zwar die Buff, keine Vergünstigung. Wire Relays, die nehmen wir auch noch. Alle 14 Stück, okay. Solarbank brauche ich nicht. Eine Blade Trap brauche ich nicht. Speaker brauche ich nicht. Das sieht gut aus. Haben wir zwei Generatoren. Können wir für die Hauptbasis oben und für Hordenbasis. Nice. Ja, und dann bin ich relativ pleite. Aber, sag ich mir auch, gib mir einen Job, den du hier in der Nähe hast. Hier, gucke, mein Facet hier. Craft a book. Oh, du bist so nett. Du bist so nett zu mir. Nice. I think you should I'll make sure you walk away with a deal sweeter than honey. Sweeter than honey? Das nie hast du vergessen. Da fehlt ein nie. Das ist honey. My favorite customer of the day. I know. Sweet, sweet, sweet. Wir dürfen in den Crackerbook rein. Weil wir brauchen noch nichts. Wir haben ein paar Punkte in Shotgun drin. Wenn wir da noch ein paar Bücherchen finden in der Richtung, ist das gar nicht mal so verkehrt. Die ist auch automatisch angezeigt. Da können wir direkt mal reingucken. Gib mir hier mal M. Wir gucken, ja, sagt er auch. Wir haben 4 Pünktchen über. Boomstick, da. Da können wir noch Pünktchen reingeben. Ein. Dann sind wir da voll. Ja, so als Alternativwaffe wollten wir da eventuell in der Richtung was haben. Das ist gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Dann müsste da dran kommen. Können wir hier nicht noch ein bisschen was mitnehmen? Infiltrator brauchen wir nicht. Animal Tracker. Bläh. Quick and... Ja, komm, wir haben ein Pünktchen über. Die 3 Pünktchen könnten wir da reinnehmen. Oder wir können auch Lucky Looter könnten wir auch nehmen, wa? Ja, ab jetzt haben wir Verschwendungspünktchen über. Ich brauche uns nirgendwo mehr rein. Ja, lass mich da Lucky Looter nehmen. Scheiß drauf. Crackerbook sollte relativ easy werden. Ja, du bist durchgeladen, aber dich will ich noch mal reparieren. Und eigentlich ist hier einmal Repair. Und deine Wenigkeit Repair. So. Dann tickel, tickel und einmal hopsi-dops durch.
Looten können wir auf dem Rückweg? Ja, looten tun wir auf dem Rückweg. Jump? Wieso willst du denn nicht jumpen? Oh, die Mini-Jumps mal hingelegt. Komm, Lady, treffe ich noch. Déjà-vu? Oh, oh. Dann ist hier Schwester Esther Vanilla-Variante. Super Treff hier. Alle mit dem blauen Kittel. Keine mit dem Blumenkittel. Achso, auch infestet habt ihr also in beiden Seiten, weil hier mit einem Zombie drin steht. Na, guck mal einer an. Munition nehme ich wohl direkt. Dankeschön. Alright. Da ist soweit auch alles weg. Dann wahrscheinlich Badezimmer noch und hier natürlich in der Mitte noch. Genau, kommt da runter. Kommt runter? Kommt runter. Da geht's auch. Rotzi Kotzi ist wieder mit dabei. Badezimmer wäre. Nope. Blätter kann ich wohl direkt plündern. Alright. Da jemand? Nope. Super. Außer Papier nichts gewesen, ja. Du bist kaputt und du bist kaputt. Könnten wir beide auseinanderrupfen. Jemand drin? Wahrscheinlich nicht. Bist du eine Ledercouch oder bist du eine Stoffcouch? Du bist eine Ledercouch. Das nehme ich wohl eben. Hast du einen Kaffee für mich? Das ist anstrengend hier. Ne, Kaffeepulver brauche ich nicht. Wenn er trifft, trifft er gut, aber der verfehlt verdammt häufig. Korn kann weg. War ich schon dran. Alright. Nehmen wir also heute wieder Lockpick dafür. Okay, ist ja in Ordnung. Kann man mal tun. Oder auch nicht. Komm, gib mir die Spitzhacke. Weißt du, wusste, dass die kleinen Tresore da nicht verbrauchen. Das ist doch immer Verschwendung, da mit dem Lockpick dran und so gehen an den kleinen Dingern. Ja, ab hier looten wir dann vernünftig, würde ich sagen. Dann brauchen wir nur noch vorne den Bücherraum nochmal fix durch und gut ist. So, einmal aufwachen hier alles. Komm raus da. Birdman, Birdman. Boah, dreht er sich voll in mich rein. Er ist ein super, super Tänzer-Künstler, ist er das. Ja. Ich hab deine Griffelchen gesehen. Lass die Wichs-Griffelchen, wo ich sie sehen kann. Wer weiß, wo die rumgehangen haben. Damit bist du tanky. Ich knall dir sofort eine. Knall dir eine. Ah, bitteschön. Ich hab ihn gewarnt. Also mir kann keiner vorwerfen, dass ich nicht gewarnt hätte. Da sind alle Zombies so weit raus. Hier hängen manchmal welche drin. Siehst du, Eileen mal wieder. Boah, ich fühle mich heute wie Super Rambo hier. Super Rambo? Wer ist Super Rambo? So,
So, müsste eigentlich jetzt nur noch Fifi eben finaler Lootraum sein. Und irgendjemand, der hier voll austickt. Aber das sind Zombies, die unten drin sind. So, einmal in die Knie gehen, Funzel aus. Doggy ist zu Hause. Oh, da ist noch ein Doggy. Da war noch ein Doggy. Wunderbar, quetscht durch. So, einmal Hauptblut hier. Du kannst gescrappt werden. Du gehst zum Pendler wieder. Du kannst gescrappt werden. Und der Rest ist ganz gut passabel. Einmal reinspielunkern. Nichts rausnehmen. Impact Driver kaputt machen. Sweet. Und den rausnehmen. Gucke mal einen an. Nichts, was ich unbedingt scrappen muss. Hört sich so an, als wenn sie schon hier oben wären, aber nö, sind sie nicht. Oh, du könntest der Letzte sein? Ne, keine Fanfare. Da, nichts dahinter versteckt. Gut, dann haben wir nur noch den Hauptbücherladenbereich. Da können wir noch ein bisschen plündern, wa? Your armor. Ooh, this'll pad my pockets. Du. Im Nu gib mir Glue. Komm hier, kriegst du die ganzen Bücherchen. Oh, wir haben mir das glücklich gemacht. Perfekt. So weit, so gut. Mal eben gucken. 59 von 60. Gib mir eine weitere Quest. Irgendwas Kleines. Du hast hier keinen Fested mehr. Dann gib mir ein Previous Tier. Da hast du noch einen Fested. 500 Meter oder hier ein Festival Clear hier. Wow. Am I Gone Funeral Home? Alles klar, das schafft man auch. Das schafft man auch. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge, können wir nämlich dann ab in die Wüste und Bob fragen, wo denn Hugge wohnt. Ah, das geht ja hier sweet, sweet, sweet. Darf nur in der nächsten Folge bitte da oben das Datum dann nicht rot werden? Dann müsst ihr noch hinhauen. Das müsst ihr hinhauen, dass das in der nächsten Folge nicht rot wird. Bist du ein Zombie-Bär? Du bist ein normaler Bär, aber du bist ein normaler Bär. Direkt Fratze mit einem. Okay. Das war ein Sneak-Schuss und dann ein normaler Treffer. Okay. Warte. Fahr mit dem Bike weiter rum. Denn du kommst hier oben. Vor dem Quest. Da oben kommen wir raus, wenn wir fertig sind. Mach Tür auf. Ja, einmal Double Whammy Demi. Danke für die extra Muni. Wir kriegen noch Wanderzombie-Besuch? Ja, wahrscheinlich. Hier drin alles aufgewacht. Red Sonja, yay! Und nochmal Red Sonja, yay! Warte mal, Red Sonja oder die rote Zora? Das ist egal. Einer von den beiden wird es wohl gewesen sein. Gut, das war hier der Raum. Ups, haha. Du warst aber sneaky, sneaky um die Ecke jetzt hier versteckt. Und das war noch einer. In der Decke? Nee, eigentlich da. Komm, ich mach ja die Tür auf, Schätze. Für dich habe ich noch keinen Spitznamen. Oder? Doch, ich hatte mal kurzweilig einen. Hatten wir uns für dich einfallen lassen, aber den habe ich schon wieder vergessen. Du bist aber auch hartnäckig, bist du aber auch. Mach mal zu, das Ding hier. Sonst kommt ja ungebetener Besuch rein. Nicht super, Chemiestation.
Yay, heute haben wir Tempo drauf. Wenn das mal immer so gehen würde. Warte, ich mach Knöpfchen aus, damit du aus dem Feuer rauskommst. Ah, ihr seid zu zweit. Du bist auch noch Ferret. Hier, da kannst du direkt wieder neu brennen. Kann ich das wieder anschalten, ein Knöpfchen? Nee, wa? Was ist das für den Beutel? Hör mal, brauchst du eine extra Einladung? Bück dich gefälligst. Dafür ist die Bückmechanik eigentlich da. Ihr bückt euch immer dann, wenn ihr euch nicht bücken sollt. Und wenn ihr euch bücken sollt, dann tut er nicht. Guck mal so. Guck mal, wie einfach das ist. Hey Sick, wie geht's denn so? Ah, nicht gut offensichtlich, du bist schon wieder tot. Alright. Hoppland! Du bist der Letzte, wa? Du bist das Letzte, bist du. Siehste? Sag doch, du bist das Letzte. Der Letzte, das Letzte, die Letzte, whatever. So, das kennen wir ja schon. Deshalb lohnt sich den Fest immer, weil es mal so schön Munition gibt. Soweit eigentlich ganz in Ordnung. Sweet, das war doch mal ein guter Aushub für heute. Müssen wir nur noch zum Händler bringen. Würde aber immer so leicht laufen, ja. Aber meistens werden wir überrannt. War eine weise Entscheidung, das eine Post-Office nicht nochmal zu machen. Da hätten wir uns jetzt die Finger wund geschossen. Wir wären wahrscheinlich jetzt immer noch nicht fertig und wieder ordentlich debufft ohne Ende. So ist wesentlich besser gelaufen. Ja, dann machen wir jetzt, dann delayen wir das, also verschieben wir das, was ich am Anfang der Folge gesagt habe, was wir in der nächsten Folge machen werden. A.k.a. Hornbasis bei Reparieren und Elektrorummel verzieren und gehen in der nächsten Folge definitiv Uggebesuch. You just made my day and covered my duke. Ja, gib mir die Pipebombs, schon ewig keine Pipebombs mehr gehabt. Und da ist Tier 3 Quest fertig. Range Mod Bundle brauche ich nicht. Security Camera Bundle. Generatorbank-Bundle? Oh, weh, da ist ein Generatorbank drin. Wenn ich jetzt zwei gekauft habe, gibt's mir jetzt hier eine? Trotzdem mich das Ding mit. Hast du eigentlich eine Pumpgun oder so? Du hast eine Pump-Shotgun, aber das ist nur Stufe 2. Aha, okay. Du Sausack, du hast tatsächlich eine Generatorbank. Jetzt haben wir drei Generatorbänke. Naja, kann ja nicht schaden. Für... Wir brauchen nur maximal zwei. Und Verdrahtungstrommel. Okay. Ja, toll. Hätte ich das vorher mal gerochen. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann definitiv erstmal nach Bob. Und dann von da aus, wo auch immer dann Hoge wohnt. Dafür müsste man dich dann aber wieder komplett reparieren und ordentlich volltanken und extra Zeugs mitnehmen. So, ich fahre jetzt nur noch nach unser Bike nach Hause und mach dann den ganzen Aussortierrummel und Abendsrummel, was immer so ansteht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wo bretter ich hier schon wieder durch? Ja, das, das war doch mal was Gelungenes. Und so wäre schön, wenn es immer so läuft. Läuft leider nicht immer so. Wir sehen uns dann offensichtlich. Genau, ihr habt erraten, in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, gebt der Gas, habt da Spaß und auf Wiedersehen, Winkelschüss und danke fürs Zuschauen.